Ja, moin meine lieben Freunde und herzlich willkommen zum neuesten Video, das mal Thema Töfffahren mit Brille. Und ja, da kann ich aus ganz guter Erfahrung euch ein paar Sachen sagen, auf was ihr ein bisschen schauen könnt, was ihr ein bisschen austesten könnt, was das Beste für euch ist. Und zwar gerade mal ein paar Beispiele. Sagen wir mal so, ihr müsst eine Brille an zum Fahren. Ihr habt den ganzen Tag eine Brille an, weil ihr einfach schlecht seht. Ihr habt vielleicht Hornhautverkrümmung oder was auch immer noch dazu. Und ihr habt eigentlich den ganzen Tag die Brille an. Dann könnt Das kann das Problem sein, je nachdem was für eine Brille das ihr habt, wenn ihr eine dickere habt, dass sie nicht gut oder gar nicht unter den Helm geht, beziehungsweise dass sie an den Ohren hinten dann schon zu lang ist für den Helm und dass sie dann ein bisschen so absteht ein bisschen und entweder abrutscht auf der Nase oder in der Luft frei ist. Und das ist ziemlich ungemütlich. Oder ihr habt das sogar so, dann im besten Fall, dass ihr Tageslinsen habt zum Töfffahren. So. Jetzt mal zum Thema Brille. Ich habe schon verschiedene Brille gehabt. Am besten fürs Töfffahren, würde ich sagen, ist eine ganz dünne Brille. Ganz dünnes Gestell, alles, aber ist natürlich blöd. Wenn ihr gerne eine andere Brille habt und dann habt ihr extra dünne zum Töfffahren, ist blöd. Jetzt könnt ihr aber das zum Beispiel auch so machen, dass ihr mit eurer Brille zum Töffhändler geht, bzw. zum Zubehör geht und Helm anprobiert. Je nach der Kopfform, ja, ist es auch je nach dem anderen Helm als extra Brille für Helm. Helm für Brillenträger gibt es ja auch. Kommt dann auch darauf an, wenn ihr zum Beispiel jetzt ein Intercom habt, also zum Freisprechen, zum Musik hören, mit anderen Leuten, mit dem Sozius oder mit anderen Töffahrern zu reden, dann hat es dort hinten bei den Ohren bzw. auf den Ohren noch kleine Pads mit der Lautsprecher. Dann wird es auch wieder ein bisschen eng. Müsst ihr also das Ganze berücksichtigen. Und jetzt das Negative, wenn ihr jetzt eine Brille habt, wir haben zum Beispiel hier fahren bei Nebel, weil ihr halt fahren, weil man kommt das Nebelmeer rein und dann habt ihr das Visier komplett verschlagen. Mit Nebel könnt ihr mit der Hand wegwischen, geht nicht weg, wie es kommt wieder. Wenn ein Auto so entgegenfährt, dann blendet es extrem bei euch ins Nebelvisier rein. Dann war es bei mir auch schon so gewesen, dass ich gesagt habe, hey, es ist so schlimm, von innen, von außen beschlagen, kommt ich da das Visier rauf. Aber dann könnt ihr auch nicht mehr lang fahren, weil dann beschlägt es einfach Brille. So, das ist ein bisschen der Scheiß. Logisch kann man das Visier irgendwie mit Spray machen, dass es nicht beschlägt und so. Geht alles natürlich. Aber macht es am besten so, dass ihr wirklich probiert, hey, was für ein Helm oder was für eine Brille geht bei mir gut, dass ihr das relativ gut habt. Bei mir ist jetzt das Glück, ich habe jetzt eine neue Brille und die funktioniert auch. Ich habe jetzt sogar nicht getestet, ob es geht. Funktioniert ganz gut. Aber noch besser, ihr könnt eure Linsen kaufen. Tageslinsen am besten. Warum am besten Tageslinsen? Weil einfach aus dem Grund, weil wenn ihr jetzt Monatslinsen habt, erstens mal müsst ihr die mit speziellen Mitteln immer pflegen, ihr müsst sie rausnehmen, ihr dürft sie auch beim Fahrradfahren nicht verlieren. Das Problem ist, wenn ihr jetzt fahrt und ihr habt das Visier hier oben, einfach angenehmer ist, vielleicht nicht vom Windwiderstand, aber vom Sichtfeld her, ohne Visier zu fahren, dann kommen da die ganze Zeit kleine Staubkörnchen, Sandkörnchen, was auch immer, oder im Frühling dann ganze Pullen und so, alles in die Linse rein und dann ist es noch blöder bei Monatslinsen, wenn ihr die einen Monat pflegen und dann haben ihr noch so einen Zusatzscheiß mit dem Dreck. Ja, kann unter Umständen mühsam werden, denn die wirklich 30 Tage oder über 20 Tage behalten. Linsen sind nicht mehr so teuer wie früher, also Linsen kommen wirklich für einen ganz, ganz günstigen Preis über. Gute Linse und ja, würde ich wirklich empfehlen, wenn ihr jetzt wisst, ihr fahrt und es sind nicht keine gute Wetterbedingungen oder etwas oder ihr könnt gar nicht mit der Brille fahren, dass ihr dann wirklich ja, Linse euch zutun. Es kann natürlich am Anfang mühsam sein, wenn ihr Linse noch nie gehabt habt, um die zu machen in den Augen, dann gibt es auch extra so Hilfsmittel, so wie ein ganz, ganz kleine WC-Stöpsel, sage ich mal, aber lasst das gerade weg. Probiert es wirklich von den Fingern richtig sauber machen, das ist das A und das O, und dann wirklich mit den Fingern die Brille ja, reinzumachen. Die Linse so reinzumachen. Und ja, so ein kleiner Tipp, also wirklich probiert mit der Linse zu fahren, würde ich euch wirklich herzlegen. Und somit, ich hoffe, ich kann es euch ein bisschen beantworten, was das Ganze geht. Schreibt gerne in die Kommentare, was euer Ding ist. Ich habe viel gehört, ja, mit der Linse zu fahren ist nicht gut, weil die dann wegwindet oder weil es durch den ganzen Fahrtwind Augen, also Tränen rausspült aus den Augen und dann
Und da furzt doch eine Linse. Ich muss ganz ehrlich sagen, habe ich noch nie gehabt. Im schlimmsten Fall könnt ihr auch anhalten kurz und euer Auge befürchten mit so Augentropfen. Also ich würde sagen, ich hoffe, ich konnte euch helfen. Schreibt ganz gerne in die Kommentare, wenn euch das der Fall war. Wenn ich euch helfen konnte, und schreibt gerne eure Erfahrungen rein oder vielleicht Tipps für das nächste Video. Und dann bis zum nächsten Mal. Euer Obscuro 94. Ciao miteinander.